Wenn man sich in den eigenen vier Wänden nicht mehr wie gewohnt bewegen kann, fällt das Zurechtkommen im Alltag erheblich schwerer. Aber durch den Einbau eines Treppenlifts kann in vielen Fällen ein Umzug vermieden werden. Es gibt ganz unterschiedliche Treppenlifte, je nach den baulichen Gegebenheiten und Bedürfnissen und körperlichen Fähigkeiten desjenigen, der ihn nutzt. Harald Lottig ist Beauftragter für Barrierefreiheit und Hilfsmittel im VdK-Bezirksverband Wiesbaden und seit vielen Jahren als Wohnberater aktiv. Die meisten Beratungen, die gehen vorsorglich mal um die Zuschüsse. Dass die Menschen wissen wollen, was kriege ich für einen Zuschuss und wo kann ich ihn kriegen. Auch Familie Hohl aus Bad Camberg hatte sich an Harald Lottig gewandt. Meine Frau hat einen Schlaganfall und ist linksseitig gelähmt. Dem Mann von VdK-Mitglied Elisabeth Gugger musste ein Unterschenkel amputiert werden. Wir haben noch nicht mal einen neuen Lift hier gekauft. Es war ein gebrauchter Stuhl. Das Gestänge ist neu, wird alles neu angepasst, aber der Stuhl war gebraucht und war etwas günstiger, sag mal 2.000 Euro günstiger, als es normal gewesen wäre. Ne? Bei der Pflegekasse gab es einen Zuschuss und dann gab es auch noch vom Landkreis Limburg-Weilburg einen Zuschuss. In das Haus von Josef Feuerbach, VdK-Ortsverband Würges, gelangt man nur über diese steile Treppe. Deshalb ließ die Familie diesen Außenlift anbringen. Treppenlifte sind teuer. Die Pflegekasse zahlt einen Zuschuss in Höhe von bis zu 4.000 Euro, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens, ein anerkannter Pflegegrad vorliegt. Zweitens, die Umbauten die häusliche Pflege erleichtern. Drittens, der Treppenlift zu einer selbstständigen Lebensführung beiträgt. Ganz wichtig, der Antrag auf Bezuschussung muss auf jeden Fall vorher gestellt werden und nicht erst, wenn mit den Umbauarbeiten bereits begonnen wurde. Der VdK empfiehlt, sich von verschiedenen Anbietern beraten zu lassen und Kostenvoranschläge einzuholen.